Dann brauche ich nicht mehr hier in den Sack schlitzen, weißt du, da gibt's ja eh nichts. Aber so ein Sackschlitzer ist gesund. Ich glaube, du bist ja der Obersackschlitzer, Bur. Sollen wir jetzt hier gegenüber rein? Soll ich aufmachen? Kann man hier eigentlich auch so ein bisschen diven? Oh, auf einmal ist die Tür da. Eben war keine Tür, dann auf einmal war sie da. Ja, dann gehen wir unten rein schwimmen. Ich? Fängst du so lange den Zombie ab? Ja, klar. Aber da kam gerade ein neuer Zombie. Ich hab ihn. Vergiss nicht, da unten ist auch ein Teil. Mal ran, jetzt ist gut. Ich werde angegriffen. Ja, mach ihn tot. Ach nee. Und vergiss nicht, Luft. Ja, X nach oben. Springen für oben. Achtung, die springen jetzt gerade in deinen Goulet. Du darfst nicht sterben, Alter. Das Insta-Kill. Ja, das ist deswegen, ich hab's ja dafür extra angemacht. Und wie sieht's aus? Läuft noch. Aber es dürfte jetzt eigentlich gleich. Es versucht sich zu drehen. Also es müsste gleich durchgespült sein. Das war eine nette Packung. Und wie ist der Stand der Dinge? Es wird langsam. Also hier oben knarzt und quietscht noch ein bisschen. Ja, er versucht sich zu drehen. Man merkt halt, das Ding ist alt. Ah, diese ganzen Event-Zombies, ne, die bringen keine Asche. Nee, irgendwie mies. So, jetzt bläst er. Ja. Jetzt bläst er. Ist offen. Strom ist an. Nice. Aber ich hab das Teil nicht geholt heute. Muss nochmal reindiven, Stinky. Los, Stinky, geh rein, kleiner Junge. Stinky Diver. Wo liegt es denn immer? Irgendwo am Boden. Einfach so ein bisschen am Tann und an den Algen. Hast du es? Oder soll ich auch mal reinjorgeln? Warte, ich geh auch mal ein bisschen diven. In die Algen reingedeift. In die Algen reingedeift. Das gibt einen grünen Scheiß. Grünschiss! 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 Für die ganze Familie. Da, ich hab das Teil, also ich hab's gesehen, aber ich kann es nicht aufheben. Ja, ist es, aber die Zombies machen irgendwie was Krasses. Die wollen dich. Die wollen dich hart. Alter. Ich geh hier raus, ich hab's. Oder? Ja. Ja. Oh. Ja, dann ist noch die andere Seite und dann haben wir den PNP. Alter! Geht richtig ab. Und wir können hier noch einen Schädel putzen, unten. Hast du einen Schädel dabei? Nö. Wo ist denn hier die Schädelputzerei? Hier. Da muss ja hier noch ein Teil sein, oder? Drüben auf der anderen Seite ist auf jeden Fall noch ein Teil, ja. Also, was brauchen wir denn hier? Hier brauchen wir... Aha, ich hol den schnell. Du holst das andere Teil, ich hol den Schädel. Wo ist das andere Teil? Drüben? Ja, wenn du in dem PNP-Raum bist, immer auf jeder Seite ein Teil. Halt da, wo die Tür zu ist. Muss halt die Tür aufkaufen. Wo ist denn hier eine zu Tür? Hier ist offen. Nicht. War hier nicht noch eine zu? Hier ist auch offen. Ah, nee, das andere Teil ist doch da, wo man divet. Das ist hier nicht. Dieses Ventil, ne? Das war doch Wo divet man denn nochmal? Pflanzengruben-Ding. Wo war das nochmal? Ja, hier. Wenn du hier reingehst, rechts. Bunker rein, rechts. Nee, hier ist nicht die Diving-Grube. War doch irgendwo da hinten. Da, wo so. Ich rechts die Tür aufgekauft und da ist nichts. Sicher? Hier ist eine Flak. Ach, das war die Ecke. Ach Gott, es gibt hier so viele Ecken. Ja, ich habe ja auch noch ein bisschen Geld. Ich hole jetzt erstmal einen Schädel. Was bringt die Flak? Kann man da irgendwas Tolles machen? Kann man irgendwas mitnehmen? Irgendwas finden? Ach, rechts ist auch schon offen. Nee, hier. Aber hier sind nur die Säcke. Bei den Schnippeln. Verflucht, ich weiß nicht mehr welcher Schädel. Ich habe mir nur das obere gemerkt, aber sie sind oben identisch, aber unten verändern sie sich. Beschreib mir mal den Schädel. Wo war der denn jetzt schon wieder? Da, wo die Container sind mit den Pflanzenzombies drin. Da muss ich ganz zum Ende laufen. Ganz zum Ende durch, unten. Ins Nasse. Da, wo Hector geputzt hat. Ja. I know me out. Also ich habe einen, der hat oben
so einen dünnen Pfeil mit zwei, ja, aber ich muss es unten wissen. Da gibt es einen Doppelpfeil. Da ist dann in der Mitte so ein Doppelpfeil, also links und rechts ein ganz spitzer Pfeil und in der Mitte so ein Doppelpfeil. Also der bei dem oberen ist links, beim oberen ist links und rechts so kleiner Doppelpfeil und in der Mitte ein großer. Okay. Und in der unteren Reihe sind links und rechts ein großer, wie oben in der Mitte, und ein so ein Doppelpfeil wie in der oberen Reihe links und rechts. Also unten ist nur ein Doppelpfeil, unten ist nur einer. In der Mitte. In der Mitte, okay. Also ein so ein Strich mit zwei kleinen Pfeilen. Okay. Genau in der Mitte zwischen den anderen beiden, gut. Zwischen den zwei großen Pfeilen. Okay, da habe ich den richtigen. Keine Sorge, mit Pfeilen kenne ich mich aus. Ich bin YouTuber, ich muss das auf mein Thumbnail packen, damit alle erkennen, mein Video ist wichtig. Ja, ja. Und da musst du reinschreiben. Das ist ja der totale Trend, ne? Keith Shaws Gesicht endlich aufgedeckt, weißt du, so richtig Clickbaiting. Und beim Whorebanging noch. Ja. Keith Shaw, sein Gesicht beim Whorebanging gezeigt. Ey, ist es denn die Möglichkeit? Jetzt finde ich diesen Schacht nicht. Hä, war der nicht? Ach nee, der war nicht hier. Ah, ein Honi gemacht, zack. Alter, legt er sich hin und bettelt. Manieren hat er auch nicht mehr, ne? Nee, für Kohle. Ja, komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit. Komm mal mit. Jetzt putzen wir erstmal hier den Schädel. Ach, der war hier. Nee. Hier ist auch noch so eine Grube, aber nee. Ah, hier. Das Ding hier. Hier wahrscheinlich. Guck mal hier. Ja, hier ist er. Ah, okay. Soll ich diven gehen? Willst du diven gehen? Ich hab Stamina up. Ich kann extrem schnell stifen. Stifen? Ja, durch Stamina up. Stifen. Ich bin Stifer. Und ich tanze hier mit den frivolen Frivolingen. Frivolenzien? Das sind ganz schöne Frivolantia. Ich esse zu meinem Müsli immer frisch gespickte Stimulantias. Das sind kleine Perlen, gewonnen aus den Hoden von Moschusochsen. Dann mit der Molekularküche verfeinert zu einer Art... Mit der Molekularküche verfeinert. Zu einer Art Kaviar, aber mehr so... Ein Zartgrieß? Ja, ja, ein zarter Grießkaviar. Gravia? Grisia? Oh, das ist Spitzhacke. Können wir die mitnehmen? Wie, was kann man eine Spitzhacke mitnehmen? Okay, ich habe hier, also wir könnten jetzt den PNP, den hätten wir direkt ready. Aber jetzt muss hier unten hin und mir helfen mit Schädel. Ja, ich läuft ja schon. Also hier wird gerade geputzt, ich wollte es nur mal sagen. Wie, das Ritual läuft schon. Ja, ich dachte, du bist an meiner Seite, Brasch. Ja, du siehst doch, ob ich da bin oder nicht, weißt du, jetzt tu mal nicht so. Ich habe nichts gesehen, ich dachte, du bist an meiner Seite, da wo eine gute Frau hingehört. Deswegen war ich auch nicht da. Du bist ein böses Weib. Oh Mann, das hat ja gespritzt, hat er gesagt. was nu? Binnenrunde. Spider-Round? Spider-Round, Spider-Round. Okay, wir könnten jetzt gleich die ponoröse Superwaffe machen. Ich bin oben. Wo bist du? Ich mach mal hier den. Ach, du hast den schon gemacht, den PNP. So ja, ein Hund. So ein Hund. Lange schon. Vor deiner Zeit. Wo ist denn der andere Raum? Den hast du doch mal freigeschuftet. Welcher andere Raum? Der Raum, wo der letzte Schädel poliert wird. Wo war denn der? War der bei der Flak? Nee. Wie bist du da hingekommen? Boah, wie bin ich letztes Mal da hingekommen? Das ist jetzt eine gute Frage. Was kann man denn hier machen? Hier muss man doch auch irgendwas machen. Ah! Warte mal, hier vorne. Kann man das mitnehmen? Ja. Siegteil habe ich gefunden. Was? Ein Siegteil? Ja. Siegteil! Das hat bestimmt mit dem großen Easter Egg zu tun hier auf jeden Fall. Die Flak und so. Denkst du echt, dass man dann auf einmal die Flak aktiviert und dann seinen Onkel erschießt, wie das ein Diktator gemacht hat in Korea? Ja, ja. Dass Diktatoren auch immer so kultig werden, ne? Hitler-Kult, Saddam Hussein-Kult. Ja, weil sie werden von so Satire-Magazinen auch dazu gemacht eigentlich. Aber ich glaube, die meisten werden heutzutage, also so diese New-Age-Diktatoren, ja, so mit ihren Hipster-Frisuren in dem Jutebeutel auf den
Tagung, ja, die machen das, glaube ich, nur noch, um hip zu werden. Ich meine, so ein Kim Jong-un kann doch niemand ernst nehmen. Jetzt ganz ehrlich, das sieht ja auch echt lächerlich aus. Ja, ja, naja, so ist das. Ich meine, der hat einen Haarschnitt wie eine Karotte. Ja, aber die brauchen ja immer, aber der ist ja, ich glaube, der ist auch nicht legal, ich weiß nicht. Ja, aber guck doch mal, wenn du jetzt Diktator bist, ja, und du möchtest furchteinflößend sein, aber auch nicht von der ganzen Welt eine Witzfigur und verspottet werden. Da machst du doch nicht einen Schnitt wie eine Karotte. Ganz ehrlich, ich meine, was erwartet er damit? Dass die Leute sagen, oh, schau dir den an. Fesch. Ja. Gentle. Genau das erwartet er eigentlich. Oder wie die Kids sagen, polished. Hallo? Ich hab echt kaum. Wo war denn jetzt dieser Scheiß? Ich weiß nicht. Oh, hier vielleicht. Ja, nee, ne? Ich muss mir erstmal Munition kaufen, ich habe keine Moon. Na, ich mach sie schon. Musst jetzt nicht gleich wieder so tun, als ob. Nee, nee, muss ich ja. Aber hier ist auch nichts. Sorry, ist nix. Hey, hier ist eine Tür. Aber ich habe keine Ahnung, wie man sie öffnet. Da geht bestimmt auch irgendwas. Haben wir letztes Mal eigentlich diese geheimen Spinnenweben weggemacht? Ja, aber nur ein kleines, die großen nicht. Ist bestimmt auch irgend so ein Easter Egg-Ding. Ich habe doch letztes Mal auch so einen Schlauch gefunden für die Gasmaske. Wir hatten ja schon zwei Teile für die Gasmaske. Aber jetzt irgendwie. Auch das Schild würde ich gerne mal zusammenbauen. Aber ich habe nur einen Teil. Muss eigentlich so die ganzen Wände ablaufen, ne? Ja. Das erste, was Experten machen, die Wände abschlecken. Und alles absuchen in allen Ecken. Alle Ecken müssen unterschleckt werden. Aber ich bin hier auch. Also das ist, auf der Karte bin ich am orientierungslosesten bisher, ne? Ach nö, geht eigentlich. Da ich meine, ich könnte da auch ganz schnell hin jetzt zu dem einen, wenn ich wollte. Zu der Seilbahn. Ja, zu dem einen Raum. Achso, ja, warum fährst du nicht mit der Seilbahn, Junge? Kostet Geld. Oh. Ja, hallo? Ja, dann lass doch nur eine Runde machen. Nee, warte, ich liefere erst noch den einen Schädel ab. Und dann lass nächste Runde schädeln. Ich bin halt nicht so eine verzogene, dumme Hure. Konntest du den Schädel auch nehmen beim letzten Mal? Welchen? Den Schädel? Achso, den habe ich ja nicht versucht. Ging ja so schnell, das war ja irgendwie alles so nass und dunkel und da unten in dieser Grotte. Dann kam Hugh Hefner um die Ecke, ich war verwirrt. Hast du ihn jetzt abgegeben? Ja, hier drüben ist auch noch eine Tür. Ja, dann macht die Spinne tot und wir bahnen uns den Weg. Endlich. Maximale Munition! Oh, ich will den Raketenwerfer punchen. Was denkst du, wo sind die Teile fürs Shield? Shield? Ich weiß nicht. Wie sehen die denn aus? Also wir haben einmal hier dieses Hauptteil. Habe ich nicht letztens auch eins gefunden? Nein, ich habe eins gefunden. In so einem Gang. Ich hatte aber auch, glaube ich, eins. Ich glaube, wir hatten zwei Teile. Ja. Echt? Nein, du hattest einen Teil von der Gasmaske. Und zwar dieses Runde. Und guck mal, was ich jetzt für ein Teil habe. Zack. What? Die Säure. Die Aftersäure. Die habe ich schön aus Afterdrüsen gerade entfernt. Und versuche mal, einen Zombie an die Afterdrüse zu gehen. Das ist eklig. Das ist echt. Das ist richtig eklig. Das ist kein Land, das sage ich dir. Das ist kein schönes Sekret. Nee. Das ist eines der schlimmsten Sekrete von allen. Kommt bei dir ein großer Zombie? Ach nee, der ist bei mir. Wo denn sonst? Ja, wo denn sonst? Hast du Gegner? Ja. Genug. Lass es regnen, Baby, hat er gesagt. Das war voll in die Kartoffeln, Veggie. Alter, was sind das hier für Sprüche? Hast du Veggies oder was? Kuda, Level 2 habe ich. Komm,
kommt da ein Zombie raus. Also hier muss ja auch irgendwo ein Teil sein. Hier war auch irgendwo der Schlauch. Für die Gasmaske. Ich brauche einen Schlauch. Ich brauche okay, unbedingt hier drüben einen Schlauch. Was du brauchst, mein Freund. Ah, hier hängt er. Ah, hier hängt er, sagt er. Ich habe einen dicken Schlauch. Ja, oh, ich glaube, ich werde erstmal meine Knarre hier in diesen Automaten stecken. Wirst du zu mir kommen, Maxis? Ich renne hier im Kreis. Was ist das hier? Oh. Oh! Was ist los? Da kommt ein dicker Zombie. Ich wollte gerade eine Waffe punchen, kommt ein dicker Zombie aus der Erde. Ey, wer Geld hat für, für hier eine Waffe? Gepuncht. Boah. Das war aber der letzte, gegeben. Ne? Hä? Das war der letzte. Ach so, deswegen war der so aggro. Wahrscheinlich, die mutieren ja irgendwann. Irgendwann haben die Nase voll. Ja, dann sollen wir. Hast du den letzten Schädel mitgenommen schon? Ja, ja. Aber jetzt müssen wir ein bisschen ausharren. Ach, guck mal, hier, die ist geil geworden, die Pflanze. Nom nom. Was kann die dann? Die zieht den Zombies die Köpfe runter. Okay, warte mal. Wow, da kommt ja schon wieder ein Dicker. Wo, wo, wo? Ja, hier bei mir unten. Ich habe eben gerade die Abteilung 9 Waffe gemacht. Ich habe die gefriemelt und auf einmal kam ein Dicker. Er hat gesagt, bauen ist nicht cool, Alter. Ist er noch da? Wieso willst du ihn töten? Ach, du hast hier so eine Minigun. Aber jetzt nicht mehr, scheiße. Ja, hier. Mach einen Dote. Okay, gehen wir Ritual machen? Ja. Jai? Jai. Ich war gerade abgeleckt. Was war das für ein Jai? Jai. Du warst gerade abgeleckt? Oh, ja. Was geht denn mit der? Die macht ja voll einen auf Schwimmer. Ja, ja. Guck mal, wenn jetzt ein Zombie vorbeigeht, ruft die dem den Kopf ab. Voll präzise. Alter, wie geil ist das denn? Zieh die rein jetzt, Achtung. Ja, zack. Oi. Die ist, wow. Die ist richtig gut. Ritual, oder? Ja. Boah. Du qualmst, Alter, deswegen. Ich wurde gehustelt. Kuda, Level 3. Alter. Drei Kuda. Drei Kuda? Drei Gil Kuda? Hier oben hin, wo ich bin. Haben wir einen Doppelgondel Drive, oder was? Aber eigentlich könnte ich mir hier... Double Gondeln? Eigentlich könnte ich mir die kaufen. Die hat mehr Moon. Go? Wie geht das? Keine Ahnung. Huh. Oh, er ist weg! Und ich bin hier oben gefangen! Jetzt kannst du. Boah, ist das teuer. Stell mal vor, 250 Euro für so einen. Hier ist so ein Werkzeugkasten, der sieht voll verdächtig Butcher aus. Ja, dann polieren wir mal einen Schädel. Ist drin. Oh, die Welle ist vorbei. Oh. Die Orgel spielt. Die Orgel. Die Orgel. Dass sie schwer krank sind. Todkrank. Doktor. Ich bin der Doktor. Oh, oh, Dicker. Hier gibt's auch einen Teil. Da ist ein dicker Bur. Wow, 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 wow. Alter. Ist gar nicht gut. Boah. Wie geht's dir? Ich bin tot.